damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und ja, es gibt irgendwie anscheinend jetzt bald Neuigkeiten bei Space Engineers. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, wer Keen Software oder beziehungsweise im Space Engineers Account bei Twitter folgt. Der hat das, oder auf den anderen sozialen Medien hat es ja dann auch die Runde gemacht. Da hat er so gesehen, dieses eine Bild, den Screenshot, wo es darum ging, dass man einen Space Engineer, also so jemanden hier, gesehen hat mit Pistole. Und so mehr oder weniger, ja, der Kampf geht jetzt richtig los. Der eine oder andere erinnert sich noch, ne? Pistolen, ja, das ist nichts Neues. Gibt's aber halt nicht mehr. Und jetzt fragt man sich halt so, okay, kommen jetzt nur Pistolen zurück oder endlich das, was sich ja viele wünschen, dass NPCs dann vielleicht doch mehr Einzug halten als bisher. Also praktisch so das, was wir jetzt mit Mods gemacht haben, dass das dann halt standardmäßig ist. Also ich glaube nicht, dass es in dieser Güte sein wird, wobei es cool wäre, wenn man das so auswählen könnte, so nach dem Motto, hey, die sind entweder wie die Reaver oder Reaper oder halt eben nicht, sondern eher so wie das hier. Das wäre schon echt mega. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, meinem besten Willen. Irgendwie, nee, ich weiß nicht, passt das nicht so ganz. Naja, ja genau, die Knickgelenke, die hatte ich gesucht. Also ich hatte ja vorher, bevor es die gab, hatte ich ja immer eine Mod drin, das war dann die Hinge-Mod. Entsprechend, da waren die Knickgelenke drin. Also entweder habe ich die noch drin gelassen, die Mod, oder nicht. Okay, weil das sind definitiv die Knickgelenke, aber nicht, das sind glaube ich nicht die, die wir genutzt haben. So. Nee, das muss aber Standard. Also es sieht auch nicht aus, als ob es durch eine Mod ist, ne? Nee. Genau, aber die haben wir halt immer genutzt und die war echt super. Ich mag die Teile, also wer das LP gesehen hat bisher, der kennt die Dinger ja auch, ne? Die haben wir ja wirklich sehr, sehr oft genutzt. Und ich bin ein riesiger Fan von, weil sich halt alles so viel einfacher damit machen lässt. Ja. Jetzt bin ich ja nur bei dem Liegen. Ja, noch ist richtig so. Okay, das heißt, wir nehmen das nämlich erstmal wieder weg. Genau. Ah, nicht so gut. Trotzdem lasse ich das so, wie das jetzt hier ist. Okay, das ist so schief, das ist auch seltsam. Inventory full. Nicht gut. So, vorsichtig. Haben wir jetzt genug Platz, dass wir den Motor wegnehmen können. Sehr schön. Achso, guck mal, das sieht ja irgendwie nicht aus, ne? Nee. Nein, das kann bleiben. So. Ja, ich finde es gut, dass die letzten Tutorials relativ gut ankamen, gerade das mit der Raumstation. Das mit dem Raumschiff, ah, da weiß ich noch nicht so. Ich habe eine Probeaufnahme gemacht. Hat mir nicht so gefallen. War auch knapp 43 Minuten lang. Ja gut, wenn du halt so ein großes Raumschiff baust, das dauert halt, ne? Und klar könnte man zusammenschnipseln und alles, aber da bin ich ja eh nicht so der Fan von. Also von daher, ja, mal gucken. So, jetzt bin ich noch am Grübeln und überlegen, ob ich das nicht vielleicht doch ändere. Ja, man könnte hier, warte mal, genau, da muss ja eh was hin, ne, da muss ja eh was hin, weil ansonsten, jetzt hoffe ich nur, dass es auch noch so funktioniert. Nein, kein Kolben. Ich drücke doch die richtige Taste, was soll denn das? So. Sehr gut.
Schon wieder große Stahlrohr, ne? Immer dieses große Stahlrohr. Das nervt mittlerweile so ein bisschen. Das wird langsam zu den, ach, keine Ahnung. Zu den anderen Teichen, die ich nicht so mag. So, vorsichtig. Keine Stahlplatten mehr. Aber die können wir uns eigentlich von hier drüben holen. Siehst du, wir müssen hier eh ein bisschen abbauen. Dann können wir das von hier mitnehmen. Sieht doch mittlerweile nicht mehr so hübsch aus, ne? Muss man ja schon sagen. Es ist etwas runtergekommen, das gute Schiff. Also das, was davon noch übrig ist. Aber entsprechend was. Wo ist denn da jetzt? Warte mal, das ist noch der Sauerstofftank. Genau, den müssen wir auf jeden Fall bis zum Schluss lassen. Warum habe ich nur noch drei Hydrogentanks? Also drei Wasserstoffflaschen. Haben wir nicht mal mehr? Also so viele Sauerstoffflaschen hatte ich sonst eigentlich nicht, bin ich der Meinung, aber... Ja, na gut, man weiß eh nicht mehr immer alles. Okay, das, ich glaube, da waren gar keine großen Stahlrohre dabei. Alles egal, ist egal. Aber wie sieht es heute farblich so seltsam aus, ne? So ein bisschen eigentümlich. Okay, große Stahlrohre. Da müsste vielleicht noch was hier sein. Weiß ich gar nicht. Na komm. Ja, da waren welche, guck mal. Ach, so viel Platz haben wir gar nicht. Okay, das vielleicht für so ein bisschen, ne? Was soll da so viel von haben? Wundert mich jetzt eigentlich auch so ein bisschen. Oh, ist egal. Ist egal, wir nehmen das hier hin, freuen uns. So viele brauche ich da. Okay. Eigentümlich, aber okay. Das müsste reichen. Vorsichtig, schön langsam. So, okay. Jetzt halt die Sache, ne? Passt das dann hiermit? Dann wäre das okay. Ja? Passt das nicht damit? Dann haben wir ein Problem. Wir hatten ja mal diese Blöcke, ich glaube, die haben wir aber nicht mehr, die nur so, also praktisch die ein Fitzchen nur kleiner sind als der normale Block, wodurch man halt ganz normale Sachen platzieren konnte. Wir probieren das natürlich trotzdem. Ist ja irgendwie klar. Auch wenn ich jetzt schon sagen kann, dass das so nicht funktionieren wird. Ja, definitiv nicht. Kann man das nicht irgendwie... Warte, guck mal. So, Bedienfeld, genau. Na komm, los. Jetzt will er wieder nicht. Och. Langsam. Nee, wie konnte man das nicht ändern? Ja, ich bin gerade halt am Überlegen, ne? Ich muss halt nicht den ganzen Wasserstoff verbrauchen. Eigentlich hatten wir die Blöcke mal, aber ich bin der Meinung, entweder wird die Mod nicht mehr unterstützt oder wir haben sie rausgenommen, weil es Probleme mit was anderem gab. Also ich habe es jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Wir können mal trotzdem durchgucken. Vielleicht entdecken wir sie ja doch noch. Okay, da habe ich sie jetzt nicht gesehen. Ich gehe trotzdem einfach einmal alles durch. Aber die Mod war in der Hinsicht halt wirklich super.
Sieht man das? Ja, genau, hier ist es Digi. Fensterbrücke werden es wohl nicht sein. Ein paar Waffen. Ist wohl nichts mit dabei. Was haben wir hier? Armor Gate. Okay. Ich glaube aber, da ist wirklich nichts mehr. Oh, warte, schade. Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Aber hier, die haben wir zum Beispiel noch drin. Ne? Die sind gut da mit den großen Rampen und sowas. Das ist super. Nee, es ist auch nicht mit dabei. Ja, und hier sowieso nicht. Das sind nur dieser Beton halt, diese Betonblöcke. Jetzt hier irgendwie mit aufgeführt sein müssen, aber da ist leider nichts. Ach, die Mod, die finde ich immer noch am besten hier. Ein bisschen runden System. Oh Mann, das ist ja schade. Ja, nee, weil denn, das bedeutet dann nämlich eigentlich, dass wir, wenn wir jetzt hier bauen, wenn wir dann jetzt hier nach da wollen, dass das im Weg ist. Ich nehme das mal hier weg. Okay. Dann können wir schon mal ausprobieren. Wir haben ein bisschen Strom da. Oh, vorsichtig. Und dann legen wir einfach die hier in die Gruppe. Genau, so Speichern. So, und dann nur einmal ganz vorsichtig. Genau, so bis dahin darf er sich drehen. Da sind wir jetzt bei plus 90, also ist die Obergrenze plus 90 und die Untergrenze ist 0. Genau. So, jetzt einmal umkehren. Sehr schön, das gefällt mir. Ja, da bin ich glücklich und zufrieden mit. Genau. So. Und dann kann er auch nicht schief gehen und wir haben die Rampe, die wir haben wollten. Jetzt ist halt nur die Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ah, ne, da muss ich dann den anderen Block für nehmen. Hallo? Oh, das nervt manchmal so hart. So, hier hinten die... Ne, nicht 7. Die 8 ist das, genau. Und dann nehmen wir halt das hier. Ja, machen das einfach so. Das ist halt nur die Sache, wie wir das dann da hinten mit der Rampe lösen. Da hatte ich auch schon eine Idee, dass... lässt sich garantiert auch machen. Genau, weil so ausgeklappt ist es ja jetzt praktisch fertig. Hm.
ich glaube, ich würde dazu tendieren irgendwie. Ja, ich glaube schon. Dann machen wir das hier entsprechend auch. Definitiv die beste Variante. Genau, dann ist halt wirklich nur so eine kleine Lücke dazwischen. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen, dass ich... Dann sehen wir ja gleich, dass das eigentlich wunderbar funktioniert. Ja, sehr schön. Das ist doch super. Klar, dann ist hier jetzt vielleicht so ein kleiner Spalt dazwischen. Aber also wir können es mal probieren. Rein theoretisch soll es ja funktionieren. Dass das jetzt so geht, testen wir jetzt einfach einmal aus. Ja, und sehen gleich, ob klein kommt und dann alles uns um die Ohren fliegt oder halt eben nicht. Genau. Da sehen wir nicht das Problem. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass vielleicht hier das nicht zu ist. Testen wir das nochmal. Jetzt haben wir es richtig zugemacht. Vielleicht funktioniert das dann besser. Also könnte ich mir jetzt vielleicht vorstellen. Aber eigentlich auch nur vielleicht. Schweißen zumindest mal die Ecken, genau. Sehr schön. Und dann einmal umkehren, bitte. Macht er jetzt oder macht er nicht? Okay, also das mag er nicht. Warum nicht? Kein Strom da oder was? Scheint so, ne? Dass nicht mehr genug Strom da ist. Da müssen wir vielleicht doch mal langsam Batterien installieren. Aber wir haben gesehen, es funktioniert mit diesem halben Block echt ganz gut und mit dem großen Block, ja gut, okay, das ach ja, ja, jetzt ist genug Strom da. Ist jetzt auch nicht so wild, also. Genau, machen wir das so. Ich habe auch schon eine Lösung, wie wir das dann hier machen entsprechend. Also, da machen wir einfach komplett dicht. Ja, also das Auto wird dann praktisch, wenn es durchfährt, 4 Blöcke breit sein dürfen und mehr halt nicht. Und ich glaube, das ist auch ausreichend genug, ehrlich gesagt. So, hier hin. Und hier hin, genau. So, wunderbar. Na gut, dann ja, sollte das gewesen sein. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.